Hallo zusammen, heute zeige ich euch mal ein ganz cooles Porträt und zwar das ist das Geburtstagsgeschenk sozusagen für Karl Lagerfeld und wichtig war uns jetzt einfach hier mit der Sonnenbrille mal ein bisschen zu spielen und euch das zu zeigen, wie man so etwas mal macht. Einfach mal so, weil er ja diese Woche Geburtstag hatte. Wir skizzieren natürlich ganz, ganz, ganz schnell einfach die groben Gesichtszüge mit dem Bleistift vor, das kennt ihr. Also wichtig ist natürlich, dass so die Grundlagen erstmal stimmen, die Proportionen. Augen können wir uns diesmal eigentlich schenken, weil da ist die große Brille, die dann skizziert wird. Und dann gehen wir auch mal trotzdem in den Augenbereich, indem wir einfach mal die Brille ausarbeiten. Das Ganze wird dann ein bisschen verfeinert. Immer wieder mit einem 45-Grad-Winkel ausgearbeitet. Das heißt, die dunkleren Nuancen und die helleren Nuancen, die werden immer wieder gegeneinander ausgespielt und man sieht, wie schnell schon Herr Lagerfeld zu erkennen ist. Also für euch vielleicht nochmal an der Stelle, was ist wichtig bei einem Halbprofilvideo? Bei einem Halbprofilvideo, wie jetzt bei diesem, kommt es natürlich darauf an, dass die Proportionen auch stimmen, weil man natürlich alles dadurch, dass der Kopf sich dreht, ein bisschen verkürzt sieht. Aber hier kann man das natürlich sehr schön sehen, wie sich das dann verhält. Und das Ganze dann in allen Bereichen ist. Also von der Nase sieht man natürlich nur einen Nasenbereich, Nasenflügel. Das andere eben nicht. Die Brille ist auch natürlich auf der rechten Seite von uns aus gesehen ein bisschen verkürzt. Und immer wieder wird dann das Ganze ausgearbeitet. Viele von euch hatten schon mal gefragt, wieso machen wir das eigentlich mit einem schwarzen Kugelschreiber? Das Gute ist an so einem schwarzen Kuli oder generell an Kugelschreiber, dass es eigentlich sehr schön übers Papier gleitet und man kann damit diese feinen Nuancen sehr schön machen, ohne den ständig mal anzuspitzen. Und als Übung für euch natürlich sehr, sehr wichtig, ihr könnt es nicht radieren. Also wir haben das jetzt aktuell gerade im Kurs auch mit einigen Teilnehmern besprochen, weil die versucht hat natürlich, das zu, jedes Mal zu radieren, das Gesicht perfekt zu skizzieren und darum geht es gar nicht, das braucht man nicht. Wichtig ist, dass man eigentlich die Grundlagen beherrscht und dann kann das eigentlich mit allen möglichen Mitteln ausgearbeitet werden. Für die Grundlagen, die könnt ihr natürlich, wenn ihr möchtet, bei uns im Kurs perfekt lernen. Dann könnt ihr solche Sachen nach kürzester Zeit eben auch umsetzen. Oder ihr schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de. Da zeigen wir euch genau, wie ihr so etwas machen könnt. So, dann kommen wir natürlich ein bisschen in den Schattenbereich unterhalb der Brille. Was natürlich hier bei der Wahl des Papiers natürlich perfekt ist, weil wir das graue Haar von ihm natürlich sehr schön mit einem weißen Buntstift darstellen können. Und die, ihr müsst die Silhouette eigentlich des Gesichtes, das schöne kantige Gesicht, das Markante daran, das muss natürlich auch zum Vorschein kommen. Das ist natürlich wichtig, dass man das auch genau auch beobachtet, weil hätten wir jetzt die Wangen ein bisschen völliger gemacht, dann wäre es eben nicht im Karl Lagerfeld. Also es ist schon wichtig, dass man da jetzt auch genau hinschaut. So, dann wird natürlich die Spiegelung in der Brille immer wieder drüber gegangen. Im unteren Bereich bleibt es fast eigentlich so hell stehen. Ihr merkt einfach sofort, das bringt den Glanz, das ist wichtig. Und sonst ist es einfach nur eine schwarze Fläche.
Und das ist mit dem Kuli eigentlich sehr schön einfach zu machen. Dann geht es dann natürlich noch so ein bisschen um den Bereich oberhalb der Brille. Das wird dann auch anskizziert. Vielleicht sagt ihr, ich muss Porträts zeichnen lernen, weil ich mich für Kunst oder Kunstablehrer bewerben will. Da habt ihr bestimmt schon bei uns gesehen, dass wir eigentlich eine sehr, sehr große Erfolgsquote bei den Kursbewerbern haben. Also im Grunde genommen kann man sagen 100% beinahe. Und in den letzten Jahren ja, 100% sogar. Und vielleicht seid ihr dabei, vielleicht interessiert euch das auch, dann spricht uns drauf an. Und gerne können wir euch da hinsichtlich beraten, welche Möglichkeiten es gibt, wo ihr den Kurs besucht könnt und so weiter. So, das wäre eigentlich schon jetzt die grobe Ausarbeitung in dem Bereich. Und dann geht es auch schon sofort in den weißen Buntstift. Hier tut uns leid, da haben wir ganz kurz eine Sequenz übersprungen. Aber das war wirklich nur 15, 20 Sekunden. Bitte, bitte entschuldigt, das ist jetzt leider beim Videoschneiden so passiert ist. Das ist das fertige Ergebnis. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier nochmal der Hinweis zu den Onlinekursen.akademiehohe.de. Wir danken für euer Interesse. Vielen lieben Dank und bis bald, vielleicht bei uns in der Akademie oder wie auch immer. Danke, bis dann.